Es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir 1 Milliarde Euro beim Bürgergeld. Ich habe gerade den Ausschnitt von dieser bizarren Rede von Christian Lindner auf der Bauerndemo gesehen. Und deswegen machen wir das mal hier ganz offiziell vom Schreibtisch aus. Ich glaube, man muss mal ein paar Sachen hier gerade rücken. Zunächst einmal ist diese Rede an Schleimigkeit, an Wanzerei wirklich nicht mehr zu überbieten. Und dann den Dreh zu bekommen, um sich einzuschleimen, auch noch auf die Schwächsten in dieser Gesellschaft einzudreschen. Das ist wirklich so abstoßend und niederträchtig, dass man da wirklich im Strahl einfach nur noch kotzen kann. Und das in dieser Zeit. Denn der Aufstieg der AfD hat eben auch soziale, hat ökonomische Gründe. Es gibt Abstiegsängste und es gibt Ängste, wie man durch den Monat kommt. Und das hat nun mal diese Bundesregierung maßgeblich mit zu verantworten. Erst waren es die Flüchtlinge und jetzt nimmt man sich die Hartz-IV-Empfänger vor. Dann kommen die Nächsten. Es geht immer so weiter und deswegen haben wir eine reale Faschisierung. Und der Wegbereiter ist unter anderem auch diese Ampelpolitik. Da kann man sich gar keinen schmalen Fuß machen. Dann wollen wir zum dritten Mal über die reden, die hier nichts leisten, aber im Saus und Braus reden. Das sind Assis, die lassen andere Leute zu Niedriglöhnen arbeiten und der Geldsack, auf dem sie sitzen, wird immer größer, ohne dass sie irgendeinen Beitrag dazu leisten, geschweige denn, dass sie mal irgendwas zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Das sind Deutschlands frechste Arbeitslose. Wenn man 2% Steuern auf Vermögen über 5 Millionen Dollar erheben würde, 3% auf Vermögen über 50 Millionen Dollar und 5% auf Vermögen ab 1 Milliarde, könnte man so nur in Deutschland über 93 Milliarden Dollar einnehmen, die wir für Kitas, für Schulen, für vernünftige Straßen, für einen Zusammenhalt, für Programme gegen Rechts, für Programme für Demokratie, für Jugendzentren, für Kulturhäuser, für Bibliotheken. Dafür brauchen wir das Geld. Und dann könnte man sogar diese wirklich absolut wahnsinnige, schwachsinnige Schuldenbremsen, ich habe mal geguckt, ich glaube, die gibt es fast in keinem anderen Land der Welt, könnte man das Ganze umgehen und damit endlich für die Zukunft investieren. Denn auch das gehört zum Kampf gegen Faschismus. Eine vernünftige Infrastruktur, ein vernünftig finanziertes Bildungssystem und dass Leute endlich davon befreit werden, Angst zu haben und nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen. Und das Klimageld im Übrigen, also ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen und mich aufregen, das soll es ja im Übrigen auch in dieser Wahlperiode nicht mehr geben und die Leute wissen nicht mehr, wie sie in einer warmen Wohnung sitzen sollen. All das kann man ändern. Das sind politische Fragen und dafür braucht es in der Tat eine starke Linke. Und diesen Job werde ich mit großer Überzeugung nachgehen.